Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Sprengladung. Die geht, müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ja, schon dabei. Dann geht es noch mal alle Bahn. Ja, die ist ja gerade nicht gerade. So, alle entschärft. War das einmal? Was ist denn? Papa.
so, jetzt erst die zwei Kisten öffnen. Mal drei oder wie viel wir doch waren. Eine hier, na, doch gefahren. So, das wollten wir doch. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Munition, Eiser. Oh, Kampfsensor. Notfall. So, jetzt haben wir hier auch mal was Neues. Nützen wir zwar nicht, aber naja. Normandie, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bitte sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Nein! Fassen Sie ihn nicht an! Das ist zu gefährlich! Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht.
Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain, und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten, eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so, aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie. Vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war. Jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist.
Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. So, das machen wir erstmal nicht. Weil, guck mal, okay, nee, das machen wir, glaube ich, später. Aber wir speichern. Okay. Gut, dann sage ich erstmal bis hierhin tschüss. Und bis zum nächsten Mal.